Aufgepasst und hingeschaut, denn Tag 2 des Kadett European Cups 2015 hatte es mal so richtig in sich. Nach den Leichtgewichten am Vortag kam es nun zum Kräftemessen der schweren Gewichtsklassen von 57 Kilogramm der Frauen bis hin zu über 90 Kilogramm der Männer. Doch das Gewicht war natürlich nicht der einzige Unterschied zum ersten Wettkampftag. Das Kampftempo ist heute etwas langsamer wie gestern bei den leichten Gewichtsklassen, aber die technischen Möglichkeiten bei den schweren Gewichtsklassen, die technischen Würfe, sind doch etwas höher wie bei den leichten, weil die Hebelverhältnisse anders sind. Die Jungs von heute, die haben schon mehr Bums, die haben schon richtig Power sozusagen und die gehen schon mal ran und das macht schon ein bisschen einen kleinen Unterschied in das Judo, so wie in ihrem Kampfstil sozusagen. Und diesen Unterschied bekamen die Zuschauer fast in jedem Duell vorgeführt, vor allem von den russischen und japanischen Athleten. Sie zeigten über den Tag verteilt beeindruckende Kämpfe und holten sich nicht ganz von ungefähr klassenübergreifend 6 Goldmedaillen. Aus Berliner Sicht waren diese beiden Athleten vor den Kämpfen hoch gehandelt worden, Juliane Kreuter und Daniel Zorn. Doch bei der Dame, die erst vor kurzem in Antalya beim European Cup eine Bronzemedaille holen konnte, lief es nicht nach Plan. Bereits im Viertelfinale war gegen die Japanerin Ryoko Takeda Schluss und auch über die Trostrunde war heute nicht zu holen. Für sie die Hoffnung auf heimisches Edelmetall bereits früh verflogen. Anders dagegen bei ihm Daniel Zorn, der so viel Ruhe ausstrahlende Sportler mit tollen Kämpfen und überzeugender Performance. Also er ist in seiner Gewichtsklasse in Deutschland die Nummer 1, aber in Deutschland die Nummer 1 sein heißt nicht, dass er bei der Europameisterschaft eine Medaille abkriegt oder bei der Weltmeisterschaft. Und deswegen will er sich hier gut in Szene setzen und schon mal bei seinen Gegnern Respekt ausüben. Von diesem Respekt konnte man ausgehen, zwar scheiterte der Schüler des Sport- und Leistungszentrums Berlin im Halbfinale denkbar knapp gegen den späteren Sieger aus Russland, doch im Kampf um Bronze bewies der deutsche Judoka, dass mit ihm in den kommenden Monaten zu rechnen ist. Wir hatten 3 Nominierungsturniere in Bremen, in Teplice, in Tschechien und hier. Und ich habe bei allen 3 jetzt eine Medaille geholt. Ich hoffe mal, da kommt das Beste raus. Die Teilnahme an der bevorstehenden EM mit dieser Leistung quasi sicher. Und auch sie sollte sich darüber kaum Gedanken machen. Hanna Deliu, die junge Kämpferin aus Niedersachsen, verlor erst im Finale gegen die scheinbar unbesiegbare Japanerin und konnte sich somit trotzdem über eine Silbermedaille freuen. Ja, also es war so, ich hatte meinen Griff gut, aber ich bin nie immer so richtig rangekommen. Und wenn das klappt hätte, also wäre es vielleicht auch anders ausgegangen. Aber im Endeffekt, ja, ich bin glücklich. Der Kadett European Cup 2015 damit beendet, doch die nächste Aufgabe steht bereits vor der Tür. Vom 12. bis 28. Juli findet im Rahmen der Europaspiele die Judo-Europameisterschaft in Baku statt. Dort hoffentlich mit ähnlich positiven Ausgängen. Hauptstadtsport.tv, knallt rein wie ein Ippon.